Moin, willkommen bei wieder einmal einem Ranglistenspiel. Auf Wunsch des Radovid Rüstungsdeck. Das habe ich jetzt schon länger so gar nicht mehr gespielt. Ich hatte noch eine andere Variante von dem Deck. Aber das beinhaltet doch ein paar mehr Veränderungen als dieses hier. Davon würde ich eventuell, wenn ihr das wollt, einen Deckbilder noch machen. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und sonst würde ich wahrscheinlich demnächst nördliche Königreiche Maschinendeck mit Henselt wahrscheinlich nochmal als Anführer machen. Also nicht so in Richtung Rüstung, eher in Richtung Maschinen. Aber jetzt zeige ich euch erst nochmal dieses Rüstungsdeck mit Radovid. Bisher läuft es nicht ganz so gut damit. Ich habe jetzt ein paar Spiele damit gemacht. Jetzt spielen wir hier wahrscheinlich gegen X-Men. Da ist Radovid eigentlich ziemlich gut für. Gucken, was wir so Schönes behalten. Ich glaube, davon können wir einen wegtun. Und den Rest würde ich so lassen wollen, denke ich mal. Das Wildschwein der Meere, okay. Starte ich erstmal mit dem Elite-Kämpfer. Der versteckte Trilog würde ja eh keinen Schaden an ihm machen. Wird nur die Rüstung abziehen. Aha, aha. Aber warum hat er Harald drin, wenn er mit den Schiffen spielt? Das verstehe ich nicht ganz so. Was wir auch machen könnten, wäre eigentlich direkt noch Sheila spielen. Mit dem Runenstein. Mal sehen, was wir Schönes kriegen. Eigentlich sieht Margarita ganz gut aus. Ja, komm. Da kann ich eigentlich nicht widerstehen und das leichte Langschiff blocken und zurücksetzen. Gut, das waren jetzt nur zwei, aber vielleicht hat er ja noch eins, dass er daneben sitzt. Aber da habe ich eigentlich schon so ein bisschen drauf gehofft. Bisschen doof, dass wir jetzt den Donnertrank bekommen haben. Das ist etwas ungünstig. Okay, na ja gut, das leichte Langschiff wird jetzt natürlich immer noch verbessert, aber spiele ich jetzt mal den Anwärter hier zwischen. Ich fürchte nichts. Okay, also die Deckkombi ist mir jetzt noch nicht so bekannt. Bin am überlegen, ob ich den einfach direkt zerstöre. Ich glaube, das mache ich auch mit Kira. Und jetzt was Besonderes. Ja, so ein Deck, was er bisher gespielt hat, kenne ich in der Kombination nicht wirklich. Vor allem mit Harald als Anführer. Wenn ich Harald der Krüppel spiele als Anführer, denke ich eigentlich immer direkt an X-Men. Aber das sieht bisher überhaupt nicht danach aus. Ich verspreche dir einen schnellen Tod. Ja, die Rüstung würde ich eigentlich gerne wieder drauf haben mit einem Donnertrank. Ich würde eigentlich auch langsam mal den versteckten Trieber gespielt oder noch den anderen Anwärter, aber klappt bisher noch nicht ganz so gut. Jetzt hat er einen X-Men gespielt. Jetzt bin ich überlegen, ob ich die einfach blocke direkt. Ich glaube, das mache ich auch. So bestrafe ich die, die mich verärgern. Hätte man sich jetzt auch aufheben können, aber das mit dem Wildschwein hier geht mir doch schon ein bisschen auf den Nerven. Ich verstehe auch nicht so ganz, warum er jetzt ein X-Men gespielt hat. Keine Ahnung. Okay. Da sehe ich eigentlich einen guten Pass für uns. Weil er muss eine Karte noch spielen, um die Runde zu gewinnen. Dann sind wir zwei Karten voraus. Mal sehen, wie er sich entscheidet. Wir hätten jetzt natürlich noch weiterspielen können, aber das sehe ich eigentlich als guten Pass an hier, die Runde, also den Moment. Da haut er jetzt die Dürre raus, okay. Na gut, die nächsten Runden werden nicht sehr lange. Aber trotzdem dafür eine Goldkarte zu opfern, sehe ich etwas als fragwürdig an, auch wenn, wie gesagt, die Runden etwas kürzer werden. Jetzt zwei Donnertränke waren, das ist nicht sehr gut. Die Extra, das ist eigentlich ganz in Ordnung.
Dann überlegen, ob wir die Kavallerie spielen oder den Tribok. Was haben wir denn noch? Wir haben natürlich noch die zwei Elite-Kämpfer im Deck. Da wäre der Catwin-Kavallerie noch ganz gut eigentlich, dass er daher spielt, glaube ich, den Tribok. So haben wir beides auf der Hand. Wir hätten mit Shani auf Margarita, auf Sheila auf jeden Fall das Ziel für den Donnertrank, aber mit Margarita können wir natürlich auch blocken. Daher werde ich den Donner mal wegtun. Stannis ist eigentlich auch sehr gut. Aber starten will ich mit einem Tribok, dann haben wir den nämlich schon mal auf dem Feld. Ich weiß nicht, wenn er jetzt sowas wie Terran spielt, dann würde ich den eigentlich mit Shani und dann Margarita blocken wollen. Aber mal abwarten, was so kommt. Das sieht so ein bisschen aus, wie die da herstellen, aber so die geilen Karten dafür. Oh, naja, gut. Hat das Skell genommen. Das sind 3 Punkte nochmal mehr, aber ich krieg wahrscheinlich nichts. Noch einen Bären raus. Nee, der Rahn, okay. Überall Blut. Will ich den direkt blocken? Ich könnte auch erstmal was mit Rüstung spielen, also Stannis und der Elite-Kämpfer. Okay, das ist auch gar nicht so schlecht. Ja, gut. Dann werde ich jetzt Shani spielen. Auf Margarita. Und daran blocken. Auch wenn das Zurücksetzen jetzt nicht wirklich einen Effekt hatte, aber der Block ist auf jeden Fall schon mal da. Und zur Not können wir sie halt nochmal mit dem Ablenkungsmanöver uns auf die Hand nehmen. Wobei ich da eher gerne Stannis nehmen würde. Schlafen könnt ihr, wenn ihr tot seid. Aber gut, das war ein bisschen Schaden. Schwer mit Dijkstra. Ein Donnertrank, ja. Können wir hier den Skellige Sturm ein bisschen umgehen. Und ich bin hier den Anwärter hin. Die Rüstung wollte ich nämlich noch nicht runternehmen wegen dem Skellige Sturm. So, kommt der Anwärter hier neben. Ich bin Kummer. Dann kommt Iris, okay. Wir haben jetzt nichts, um das ja zu umgehen, dass sie stirbt, außer wir nehmen sie auf die Hand. Aber wir haben halt nichts, um sie zu zerstören. Aber es wären halt 25 Punkte für ihn. Und ich weiß nicht, was er noch auf der Hand hat. Daher nehme ich sie mir lieber mit Ablenkungsmanöver und gebe sie ihm. Ich bin Kummer. So, kann also nicht zerstören, wir zwar auch nicht, aber das ist besser so, als wenn er sie zerstört in der nächsten Runde durch den Skellige Sturm. Was haben wir noch? Wir haben noch 16 plus 5 eigentlich, ja, 21. Und wir verlieren, na gut, doch nicht. Er verliert ja eine Rüstung. Hier verlieren wir 2, hier eine Rüstung noch dazu. Mal sehen, was er jetzt auch hat. Schub, okay. Komisches Deck auf jeden Fall, habe ich so noch nie gesehen. Nein, ich hätte ihn hier neben spielen sollen. Scheiße. Ja, das war mein Fail. Und dadurch verlieren wir. Scheiße. Ah, das war doof von mir. Ich hätte ihn einfach daneben spielen sollen, dann hätte der ihn nochmal verbessert, aber es hätte ja trotzdem nicht ganz gereicht, ne? Hätte ja trotzdem einen Punkt gefehlt. Ah, verdammt. 17 Rangpunkte verlieren, weil sind wir unter 3300. Schade. Ja, ein bisschen doof jetzt von mir gewesen.
Weiß gar nicht, wie viel hatten wir noch Goldkarten? Ich glaube, Johann Natalis hatten wir noch. Oder? Ah, naja. Gut, das war jetzt ein bisschen schlecht gespielt von mir auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ich finde eigentlich ein anderes Radovid-Deck, was ich habe, noch ein bisschen besser. Da ist auch Sirinova drin. Da, wie gesagt, würde ich noch ein Deckbild davon machen. Schreibt mir das gerne in die Kommentare unter dieses Video, wenn ihr den sehen wollt. Dann kann ich noch kurzfristig für den Tag darauf eigentlich reagieren. Sonst eigentlich, ja, erst am Samstag würde dann der Deckbilder kommen. Sonst würde ich, wie gesagt, Hänselt Maschinendeck demnächst mal machen. Aber vielleicht auch nochmal, weil jetzt gerade die Herausforderung, ja, es ist die Fraktionsherausforderung, genau, zwischen den Monstern und Nilfgaard herrscht halt gerade, hat halt vor kurzem, als ich das Video aufgenommen habe, gestartet. Denke ich mal, würde ich auch nochmal ein Nilfgaard Spy Deck machen. Ist sehr gut, ein bisschen schwieriger zu spielen, glaube ich, so für Anfänger auf jeden Fall. Und auch wirklich nicht so meins, muss ich sagen, aber es ist halt eigentlich ein ziemlich starkes Deck. Würde ich halt trotzdem Deckbilder machen, gerade auch wegen der Herausforderung. Was ich dazu noch sagen kann, spielt einfach Monster und Nilfgaard. Gewinnt einfach jeweils ein Spiel damit. Wenn ihr keinen Bock auf die Fraktion habt, natürlich, wenn ihr jetzt zum Beispiel nördlich Königreiche spielt oder aber auch Skellig und Skoyatel, spielt auf jeden Fall ein Spiel mit Monster und eins mit Nilfgaard, beziehungsweise gewinnt das, dann habt ihr auf jeden Fall, seid ihr auf der sicheren Seite, was das angeht, wegen den, ja, wegen den Belohnungen. Das werde ich auf jeden Fall auch machen, wobei ich wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Nilfgaard spielen werde als Monster. Und ja, war halt so ein kleiner Tipp jetzt noch am Ende des Videos, wobei ganz zu Ende ist es ja noch nicht. Ich würde nochmal ein Fass öffnen. Vielleicht kriegen wir noch was Schönes zum Abschluss hier. So. Oh. Den Dasbok-Runstein, glorreiche Jagd und Japan als animierte Karte. Ja, die haben wir beide. Japan normal auch. Die animierte noch nicht. Nehmen wir die mit. Immerhin nochmal eine animierte Silberkarte. Gar nicht mal so schlecht. Und dann soll es das hier mit dem Video gewesen sein für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein und ciao.